sind diese Woche im wunderschönen Rossbaut-Studio in Baden-Baden und nehmen unsere zweite CD auf, deren Titel Crime Scenes ist. Wir zeigen uns diesmal von einer ganz anderen Seite, denn es geht, wie der Titel schon sagt, ums Verbrechen. Zum Beispiel um Kriegsverbrechen, Verbrechen an Tieren, Verbrechen aus Liebe, Missbrauch und Selbstmord. Es wären aber nicht ganz wir, wenn es nur dunkel und düster wäre. Deswegen haben wir natürlich auch Sweet Crimes. Как ты прийти ко мне посмел? Посмел, сказал Финдлей. Небось, наделаешь ты дел. Могу, сказал Финдлей. Ein Lied von einem für uns ganz besonderen Menschen, Michael Gees, haben wir mit dabei. Mondlied eines Mädchens. In diesem Lied passiert als einziges kein aktives Verbrechen. Aber man hört eine Person, die man heutzutage als hochsensibel bezeichnen würde und die unter den ganzen Verbrechen, die um sie herum passieren, unheimlich leidet und eigentlich daran zugrunde geht und sich ganz alleine fühlt. Und dieses Stück wird tatsächlich ein ganz zentrales auf unserer CD sein. Das Melodram, die Ballade vom Heideknabe, ist wahrscheinlich das grausamste Stück auf der CD, weil es nicht nur um Mord, sondern auch um Kindesmissbrauch geht. Ein Thema, worüber fast niemand gerne spricht, unserer Meinung nach aber nicht verschwiegen werden darf. Mein Mann, war ich das? Sieh mich doch näher an. Wir arbeiten dieses Mal wieder mit dem Label GWK Records und dem SWR 2 zusammen und auch wieder in einem wunderbaren Team mit dem Tonmeister Roland Kistner und dem Tontechniker Norbert Bossen, was uns super glücklich macht. Außerdem haben wir ein fabelhaftes Instrument, Steinway D, Flügel, vom Klavierhaus La Bianca gemietet, was unsere Aufnahme bereichert. Wer uns jetzt also mal von unserer dunklen Seite kennenlernen möchte, kauft euch unsere neue CD Crime Scenes.